gibt es eine solche Festwoche mit Weltklasse Segelsport und Weltklasse Sommerfest. Wenn Torfrock am Holsten Bummelabend loslegt, dann wird es ganz sicher hochleggen. Am Montagabend mit Gildo Horn und beim Konzert von Illegal 2001 am Mittwoch. Auch Tiffany ist in Kieler Woche Musikzelt mit von der Partie, nämlich am zweiten Sonnabend. Dann gibt es Folks mit Fiddler's Green am Freitag. Und Coverbands spielen auch die ganze Woche. Pink, Westernhagen, Falco, Joe Cocker, U2 und vielen anderen. Damit der Einstieg ins Programm und mit NDR 2, die Wochenenden bespielen werden auf dem Ostseekreis. Geht los am Freitagabend mit Andrew Roachford. Die NDR 1-Welle Nord und das Schleswig-Holstein-Magazin sind an zwei Abenden mit Musikstars vertreten. Am Montagabend wird ein echter Weltstar kommen. Dann wird Kim Wilde am Ostseekai rocken. Kids in America, Cambodia, UK. Sicherlich ein generationsübergreifendes Erlebnis. Und am Freitag haben wir dann noch einen Überraschungsgast, den wir leider im Moment noch nicht verkünden können, aber das wird in einigen Wochen dann der Fall sein. Die Mitte der Woche ist den jüngeren Leuten vorbehalten. Dann wird unser Jugendradio Enjoy die Abende gestalten. Am Mittwoch sind gleich drei Highlights auf der Bühne. Der absolute Headliner ist Frieda Gold mit Sängerin Alina Sügeler, die erst kürzlich auch in der Jury von Ein Star für Barco aktiv gewesen ist. Dann wird mit dabei sein eine alte Bekannte, ich glaube vor 4 Jahren schon mal in Kiel bei der Kieler Woche mit einem sensationellen Konzert und gerade mit einem neuen Album auf dem Markt, Stefanie Heinzmann aus der Schweiz. Und am Abend noch zusätzlich die kanadische Band Simple Plan. Einen Tag später wird es dann noch ein bisschen jünger, dann kommen von Enjoy präsentiert die Disco Boys mit House Sounds von diesem Hamburger DJ-Duo und die neunköpfige Band Fresh Music Live. Dabei ist unter anderem auch Ramona Nerra und manch einer wird sich an The Voice of Germany erinnern, wo sie kürzlich schon für Furore gesorgt hat. Wie unterscheidet etwas von Ihren beiden Vorrednern? In Ihrem Programm gibt es keine Fragezeichen mehr. Was wird denn geboten beim Klassiker mehr? Jedes Jahr eine ganze Länge. Unsere Stadtpräsidentin hat vorhin ja schon sehr anschaulich die Atmosphäre zum Klassik-Open-Air beschrieben. Und die Mitglieder des Kieler Woche Fördervereins, das sind Kieler Unternehmen oder Organisationen, die sich finanziell und mit Herzblut für die Kieler Woche einsetzen, haben auch dieses Jahr wieder einiges daran gesetzt, ein tolles Programm auf die Bühne zu bringen. Wir freuen uns, dass inzwischen eine feste Marke, ein fester Punkt im Kieler Woche-Programm geworden ist, den viele ganz gezielt ansteuern. Das Besondere ist sicherlich dieses Musikformat, die Kombination zwischen einem klassischen Orchester, nämlich unserem Kieler Philharmonischen Orchester, und Rockstars. Und so werden wir auch in diesem Jahr eine Rocklady auf die Bühne bringen. Sie wurde vom Musical Express als die neue First Lady des Rock bezeichnet. Ihr Name Chai Coltrane. Chai Coltrane war in den 70er Jahren bereits sehr erfolgreich, hat dort sehr große Titel, sehr erfolgreiche Titel eingespielt, war dann längere Zeit von der Bühne verschwunden, krankheitsbedingt, und hat seit einigen Jahren ihr Comeback, tourt im Moment auch durch Deutschland und hat 2010 eine neue CD veröffentlicht, die sehr erfolgreich ist. Das hat es in der Form, Chai Coltrane und ein philharmonisches Orchester, noch nicht gegeben, also in aller Bescheidenheit wieder mal eine Welturaufführung. Sie finden vieles von dem, was heute gesagt worden ist, und auch noch mehr darüber hinaus in dieser umfangreichen Mappe, die Sie alle gerne nach Hause geben. Und jetzt ist die Gelegenheit für Ihre Frage.